Aufgrund der großen Nachfrage wurde jetzt doch noch nachgepatcht und das Rang 1 Gear, das erst mit Patch 4.75 eigentlich verfügbar sein sollte, ist jetzt doch noch mit großer Wahrscheinlichkeit mit Patch 4.71 verfügbar. Ja, und hier zeige ich euch jetzt die Waffen, die kosten ziemlich viel an Terranium und AP. Ja, und die sind ab Soldat Rang 1 Trag und kaufbar. Ja, haben einen netten Skin. Ist jetzt an sich nichts Besonderes und die Werte sind ein bisschen anders als die normalen Rang 1 Waffen. Die Grundstats, also die Basiswerte, sind etwas schlechter als die normalen Rang 1 Waffen, aber die Bonuswerte sind dafür ein bisschen besser. Das neue Aufwertungssystem, wo man diese Waffen dann zu den mythischen Rang 1 Waffen upgraden kann, das gibt es noch nicht mit dem aktuellen Patch, das kommt dann erst im nächsten. Dazu wird es dann auch nochmal ein Video von meiner Seite aus geben. Weiter geht's mit den neuen Rang 1 Rüstungen. Die sind von den Basiswerten etwas schlechter als die alten Rang 1 Rüstungen, aber die Bonuswerte sind wie bei den Waffen auch etwas besser. Die Unterschiede sind aber echt marginal. Die Kosten sind deutlich höher, sowie in Terranium-Medaillen als auch Ebbes-Punkten. Dafür kann man diese Rüstung wie die Waffen auch dann mit Patch 4.75 zu den mythischen Varianten upgraden. Während wir uns die Rüstung ansehen, würde ich gerne kurz auf die Thematik eingehen. Also, Korea bekommt alle paar Wochen Patches. Wir kriegen diese Patches dann gebündelt in einen größeren Patch. Jetzt war es so, nachdem Korea 4.71 bekommen hat, gab es im nächsten Patch, ungefähr im nächsten Patch, dann diese Rüstung und die Waffen. Ja, und aufgrund dessen hätten wir diese Waffen und Rüstung erst mit Patch 4.75 bekommen. Jetzt gab es aber von eurer Seite aus so viel Feedback, dass sich Gameforge das anders überlegt hat, hat Korea angeschrieben. Ja, und aufgrund dessen kriegen wir jetzt die Rüstung und Waffen schon vorher mit Patch 4.71, was eine ziemlich, ziemlich coole Sache ist und ich bin ganz froh, dass das so schnell geklappt hat. Weiter geht's mit den mythischen Flügeln. Das sind die Rang 1 Versionen der mythischen Flügel für Offiziere mit 4 Sternen. Ja, und wie ich erwähnt hatte, die sind dann auch ab Rang 1 tragbar. Somit können so gut wie alle Spieler dann mythische PvP-Flügel haben, was ziemlich cool ist. Mindestens genauso cool ist der neue Schmuck, der im Endeffekt einfach nur eine Kopie des Offizier mit 4 Sterne Schmucks ist. Kostet Aufladung, klarerweise. Und die Kosten für Terranium und AP sind ziemlich hoch. Beim nächsten NPC könnt ihr die mythische Variante der Rang 1 Rüstung kaufen. Die hat denselben Skin wie die Variante für Offiziere mit 4 Sternen. Die Ebbes-Punkte und die Terranium-Kosten sind deutlich erhöht. Ihr müsst euch also echt überlegen, ob ihr euch die Rüstung jetzt schon holen wollt.
Weiter geht's dann mit den Rang 1 Waffen in der mythischen Variante. Hier sind die AP-Kosten sowie die Ceranium-Metal-Kosten auch extrem hoch. Klarerweise sind die Waffen aber von den Stats her super. Ja, und wenn ihr die haben wollt, müsst ihr euch das ebenfalls ziemlich gut überlegen. In diesem Fall gibt es aber keine Extendable-Waffen. Die gibt es nur für Offiziere mit 4 Sternen. So, das war's dann auch schon wieder. Im nächsten Video geht's um die ganzen Skill-Changes und die Fertigkeitsveränderungen der Klassen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann.